Liebe Zuschauer, das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Sie haben hoffentlich die letzten Geschenke schon gekauft, damit Sie sich morgen nicht noch mal ins Chaos stürzen müssen. Wir möchten Sie in unserer vorweihnachtlichen Journalsendung jedenfalls noch darüber informieren, was heute so los war. Und zwar mit diesen Themen. Traumatisiert. Familie spricht über Abschiebung des Pflegesohns. Bewegendes Schicksal. Anbau für Mehrfachbehinderten Ben ist fertig. Und Nebel. Warmer Regen lässt den letzten Schnee auftauen. Seit Ende November muss sich ein 45-jähriger Mann aus Tuttlingen vor dem Landgericht Rottweil verantworten. Er soll kinderpornografische Fotos und Videos besessen und verbreitet haben. Heute wurde das Urteil verkündet. Die große Strafkammer am Landgericht Rottweil spricht den Angeklagten in 7 Fällen wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografischem Material schuldig. Der Mann aus Tuttlingen wird heute zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Mit dem Strafmaß bleibt das Landgericht unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Wir hatten 2 Jahre und 10 Monate gefordert. Wichtig ist aber bei diesen Taten, dass hier eine Freiheitsstrafe herausgekommen ist, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Der 45-Jährige hatte unter anderem heimlich junge nackte Mädchen in Friedrichshafen fotografiert und Videos sowie Collagen hergestellt. Insgesamt fanden die Ermittler auf seinem Computer mehr als 150.000 pornografische Dateien, ausschließlich von Mädchen, auch im Kindesalter. Der Mann muss nicht ins Gefängnis, sondern kommt in den Maßregelvollzug. Das Landgericht ordnet die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Diese Behandlung im Maßregelvollzug, die ist unbefristet. Es wird aber jedes Jahr überprüft und sobald das dann zuständige Gericht zu der Auffassung gelangt, dass von dem Angeklagten keine Straftaten mehr zu erwarten sind, dann kann er sozusagen zur Bewährung entlassen werden. Der vorsitzende Richter sagt in seiner Urteilsbegründung, dass der Maßregelvollzug eine große Chance für den Angeklagten sei. Dadurch könnten seine Krankheiten, er leidet unter einer Persönlichkeitsstörung und einer Störung der Sexualpräferenz, behandelt werden. Die christliche Gewerkschaft Metall, kurz CGM, will gegen die Einstellung des Ermittlungsverfahrens wegen Betrugs gegen den ZF-Betriebsratschef Achim Dietrich vorgehen. Das teilte die Arbeitnehmerorganisation heute mit. Sie kritisiert, dass die Ravensburger Staatsanwaltschaft sich bei der Einstellung des Verfahrens auf die Aussage eines leitenden Angestellten von ZF beruft, der laut CGM in dieser Angelegenheit keine Aussage hätte machen dürfen. Dem Betriebsratschef wurde vorgeworfen, der ZF AG Seminare in Rechnung gestellt zu haben, die allein der IG Metall genutzt hätten. Und jetzt zu weiteren Nachrichten aus der Region. Charakter des Angeklagten bleibt vage. Im Mordprozess gegen einen 35 Jahre alten Mann aus Horstkirch im Kreis Ravensburg haben am 5. Verhandlungstag Freunde, Bekannte und der Vorgesetzte des Angeklagten ausgesagt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im Februar diesen Jahres seine 30-jährige Ehefrau im gemeinsamen Haus erwürgt und dann einen Autounfall vorgetäuscht zu haben, um die Tat zu vertuschen. Sein ehemaliger Chef lobte den 35-Jährigen. Er habe eine gewinnende Persönlichkeit. Ein Freund sagte, er könne zwar aufbrausend sein, werde aber nicht körperlich aggressiv. Zuvor hatte eine Freundin der Getöteten ausgesagt, dass es in der Ehe Gewalt gegeben habe. Gemeinderatsbeschluss findet wenig Zustimmung. Schon seit Beginn des Jahres hatte die Stadtverwaltung auf Basis des vom Gemeinderat beschlossenen Lärmaktionsplans auf wichtigen Durchgangsstraßen Tempo 30 für die Nachtstunden eingeführt. Nach weiteren Verhandlungen mit dem Regierungspräsidium Tübingen ist eine Ausweitung auch auf die Tagesstunden in einigen Bereichen machbar. Die Mehrheit des Gemeinderats stimmte diesem Vorschlag zu. Widerspruch gab es vor allem von der örtlichen CDU und der Fraktion der Unabhängigen. In Leserkommentaren und Wortmeldungen im Internet wird kritisiert, Tempo 30 allein löse die bekannten Probleme nicht. Oberbürgermeister Hans-Jörg Hähnle versprach, Mitte 2018 werde die Verwaltung einen ersten Erfahrungsbericht nach der Verschärfung der Regeln vorlegen. Stadt zieht Bilanz. Mehr als 400.000 Besucher haben den Ravensburger Christkindlesmarkt mit seinen rund 100 Ständen besucht. Die Sicherheitsvorkehrungen sind in diesem Jahr erhöht worden. So gab es erstmals Betonsperren, um einen Anschlag wie auf dem Berliner Brandscheidplatz vor einem Jahr zu verhindern. Für Aufregung sorgte vor der Öffnung des Marktes eine Bombendrohung auf Instagram, die ein 19-jähriger Flüchtling aus Afghanistan abgesetzt hatte. Er räumte bei seiner Festnahme ein, das Bild vom Christkindlesmarkt und symbolischen Bomben gepostet zu haben. Jedoch sei es nur ein Spaß gewesen. Nach der Bombendrohung wurde die Polizeipräsenz auf dem Markt verstärkt. Zum 10. Mal hat in Ravensburg der Weihnachtszirkus begonnen.
Für das Jubiläumsjahr hat sich der Zirkus ein besonderes Programm einfallen lassen. In Ravensburg sind dieses Jahr die intelligentesten und lustigsten Tiere zu Gast, verspricht Zirkusdirektor Elmar Kretz. Dazu gibt es Clowns, Artisten und natürlich Popcorn. Bis zum 7. Januar finden zweimal täglich Vorstellungen im großen Zirkuszelt auf dem Oberschwabenhallenparkplatz statt. Nur an Heiligabend und Neujahr finden keine Vorstellungen statt. Ingris ist 16 und ein ganz normaler Junge. Freundlich, tierlieb und eine Sportskanone. Für anderthalb Jahre lebt er bei Familie Schollenbruch in Wangen. Dann steht die Polizei vor der Tür, legt ihm Handschellen an und nimmt ihn mit. Er wird abgeschoben, zurück nach Albanien. Theresa Gnann hat mit seiner Pflegefamilie in Wangen gesprochen. Der Schock bei Nora und Claudia Schollenbruch sitzt noch immer tief. Anderthalb Jahre lang lebt Pflegesohn Ingris aus Albanien in ihrer Familie, geht hier zur Schule, zum Karate und zum Badminton, lernt Deutsch und findet hier in Neuravensburg ein neues Zuhause. Bis November dieses Jahres. Mitten in der Nacht klingelt es an der Tür der Schollenbruchs. Vier Polizisten und ein Arzt stehen dort. Sie wollen Ingris mitnehmen. Dann sind wir hochgegangen. Ingris hat schon geschlafen, dann haben wir geweckt. Er musste sich vor dem Beamten umziehen. Und ich hatte so eine Vorahnung, wir hatten schon am gleichen Abend einen Koffer gepackt und auch gewogen. Er darf ja nicht mehr als 20 Kilo wiegen. Den hat er dann genommen. Und dann wurde er abgeführt. Abgeführt in Handschellen. Der 16-Jährige muss zurück in ein Land, aus dem er vor anderthalb Jahren geflohen ist. Claudia Schollenbruch hatte geahnt, dass ihr Pflegesohn nicht in Deutschland bleiben darf. Denn Albanien gilt als sicheres Herkunftsland. Was sie traurig macht, ist deshalb nicht die Abschiebung selbst, sondern wie die abgelaufen ist. Am 15. November lehnt das Verwaltungsgericht in Sigmaringen einen Antrag gegen die Abschiebung ab. Nur einen Tag später wird der Pflegesohn abgeholt. Ingris sei dabei wie ein Verbrecher behandelt worden. Ich werfe den Behörden oder der baden-württembergischen Regierung vor, dass man das nicht mit Minderjährigen machen kann. Und auch nicht muss. Und auch nicht diese Art und Weise, dass er da gefesselt wird bis nach Reutlingen. Was soll das? Claudia und Nora Schollenbruch finden, es hätte klarer kommuniziert werden müssen, was da auf den Jungen zukommt. Er wäre freiwillig ausgereist, da sind sie sich sicher. Das hätte ihm und seiner Pflegefamilie die traumatisierende Erfahrung Abschiebung erspart. Früh übt sich, wer ein erfolgreicher Broker werden will. Beim Planspiel Börse der Kreissparkassen werden Schüler spielerisch an dieses Thema herangeführt. Im Kreis Sigmaringen erwiesen sich Schüler der Bertha-Benz-Schule in diesem Jahr als sehr erfolgreich auf dem Börsenparkett. Ein Team der Bertha-Benz-Schule in Sigmaringen hat beim Planspiel Börse der Hohenzollerischen Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen kreisweit den ersten Platz belegt. Unter dem Namen Insolvenz AG schlüpfen zwei Schülerinnen und zwei Schüler in die Rolle eines Aktienhändlers. Dabei konnten sie auch ihre Erfahrungen einsetzen. Unsere Strategie war jetzt über die Jahre immer die gleiche. Wir haben schon mehrmals teilgenommen. Wir sind schon öfters Wochensieger geworden. Und die ist daraus bestanden, dass wir Alphabet-Aktien, also Google-Aktien, Amazon-Aktien und immer eine Aktie aus dem deutschen Aktienindex gekauft haben. Und die haben wir seit Jahren verfolgt. Und diesmal hat es uns glücklicherweise zum Gesamtsieg gereicht. So wurden aus 50.000 Euro investiertem Startkapital am Ende über 56.000 Euro. Das brachte nicht nur ein sattes Plus im fiktiven Depot. Die vier Schüler bekamen für ihren Erfolg einen richtigen Scheck der Landesbank. Das ist beim Planspiel Börse nicht alles. Ich bin jetzt zwar nicht auf dem Gymnasiumszweig, um sowas zu wahren, aber Aktien haben schon immer mein Interesse geweckt und vielleicht gehe ich später mal in Wirtschaft und vielleicht kommt da was mit Aktien dabei raus. Die Sigmaringer Schüler setzen sich in diesem Jahr im Wettbewerb von 100 Gruppen im Geschäftsbereich der Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen durch. Nur noch wenige Tage, dann messen sich die D- und E-Junioren namhafter Fußballmannschaften aus der Region wieder beim dritten Lichtblick-Cup in Wangen. Bei diesem Fußballturnier geht es aber nicht nur um den Sieg. Die Kinder kicken hier für den guten Zweck. Wem die Gelder zugutekommen und wie weit die Vorbereitungen sind, das haben die Veranstalter meiner Kollegin Rahel Krömer verraten. Zum Jahresende müssen sie noch mal richtig Gas geben. Schließlich will die U12-Mannschaft des FV Ravensburg beim dritten Lichtblick-Cup Erfolge gegen Mannschaften wie den FC Wangen, den österreichischen FC Hart und weitere Vereine aus ganz Baden-Württemberg feiern.
Veranstaltet wird das Benefizturnier vom Verein Lichtblick aus Wangen. Seit fast 10 Jahren hilft der Verein Kindern und Familien im Umkreis Wangen, Isny und Leutkirch. Wir sind ein Verein, der Familien in Not hilft. Wir unterstützen sehr viele Kinder, Kinderarmut in Form von Utensilien, von Schulränzen oder auch Ferienfreizeit bezahlen wir. Wir haben auch eine Oma-Vermittlung bei Tod einer Mutter oder des Vaters. Da unterstützen wir, wo soziale Institutionen nicht mehr greifen. Da füllen wir die Lücken, indem wir finanziell mit Haushaltshilfe, Familienpflege unterstützen. Der Lichtblick-Cup findet in diesem Jahr zum 3. Mal statt. Weil der vorherige Austragungsort für die vielen Zuschauer zu klein wurde, sind die Veranstalter in die Argensporthalle umgezogen. Auch dieses Mal erwarten sie wieder rund 300 Zuschauer. Dabei fing das Ganze eigentlich mit einer ganz spontanen Idee an. Das war so eine Idee, die ist so mehr oder weniger am Küchentisch gereift. Das war ein Einfall von uns. Wir haben einen Sohn, der Fußball spielt, und den Trainern. Die haben gesagt, so was könnten wir doch mal machen und das noch für einen guten Zweck. Und ja, und so ist das entstanden und wird jetzt auch von Jahr zu Jahr größer. Und ich denke, es macht allen Beteiligten Spaß. Der Eintritt ist frei, die Spenden kommen über Sponsoren, eine Turniergebühr und die Bewertung zustande. Der Cup findet in diesem Jahr vom 28. bis zum 30. Dezember jeweils von 10 bis 18 Uhr statt. Im vergangenen Jahr kamen dabei übrigens 4.000 Euro Spendengelder zusammen. Und dieses Jahr sollen es möglichst noch mehr werden. Heute werfen wir einen Blick in die Landeshauptstadt. Fußballnationalspieler Mario Gomez wechselt überraschend zur Bundesliga-Rückrunde vom VfL Wolfsburg zu seinem Heimatverein VfB Stuttgart. Und jetzt zu weiteren Meldungen aus dem Sport. Vize-Weltmeister aus Ravensburg. Bei den Weltmeisterschaften im Radcross hat sich Michael Stenzel vom Ravensburger KJC FEO Jedermann-Team im belgischen Mol die Silbermedaille geholt. Bei der internationalen Meisterschaft profitierte Stenzel in der Masterklasse 2 allerdings auch davon, dass der Sieger nach dem Rennen als Dopingsünder überführt wurde. Bereits zum 28. Mal lädt die Freizeitsportabteilung des TSV Tettnang am 31.12. zum traditionellen Lauf für Jedermann nach Tettnang ein. In diesem Jahr sind wieder besonders die Kinder und Jugendlichen bis 14 Jahre eingeladen, am Lauf und am großen Ballonwettbewerb teilzunehmen. Startplatz für den Lauf ist am Waldparkplatz Schäferhof zwischen 12 und 14 Uhr. Zwischen Weihnachten und Silvester steht in Tuttlingen der Tennissport im Blickpunkt. Der TC Rot-Weiß Tuttlingen richtet vom 26. bis 30. Dezember das Turnier um den Escolab Cup aus. Das Preisgeld von 5.000 Euro lockt wieder zahlreiche gute Spieler in die Donaustadt. Die Weihnachtsaktion der Schwäbischen Zeitung und der Caritas beschäftigt sich in diesem Jahr wieder mit dem Thema Fluchtursachen. Die Hälfte der Spenden soll Flüchtlingen im Nordirak helfen. Die andere Hälfte geht an mehr als 80 regionale Projekte in Oberschwaben und der Ostalb. In Biberach sollen mit der Spendenaktion unter anderem der Weltladen und dessen Ideen unterstützt werden. Rund 30 Ehrenamtliche arbeiten seit Jahren im Weltladen in Biberach mit. Mit ihrem Engagement tragen sie einen Teil dazu bei, dass die Handelsbeziehungen gerechter werden. Denn der Weltladen verkauft vor allem fair produzierte Produkte kleiner Betriebe oder Genossenschaften aus den Ländern Afrikas, Asiens oder Lateinamerikas. Das diesjährige Thema der SZ-Spendenaktion Fluchtursachen bekämpfen passe gut zum Weltladen. Weil es an den Grundbedingungen der Menschen arbeitet und versucht, sie in die Lage zu versetzen, erstens von ihrer Arbeit leben zu können und natürlich auch, was eben auch zu den Bedingungen im Fernhandel dazu gehört, keine gesundheitsschädliche Tätigkeit und natürlich keine ausbeuterische Kinderarbeit. Der Weltladen behandelt seine Geschäftspartner auf Augenhöhe. Der Preis der Produkte beinhaltet nicht nur ein faires Entgelt für den Produzenten, ein Teil davon wird auch für Sozial- oder Bildungsprojekte in den Herstellungsländern genutzt. Ein Teil der SZ-Spendenaktion geht in diesem Jahr an den Weltladen. Die Mitarbeiter haben sich dazu entschlossen, das Geld an ein Projekt in Indien zu spenden.
In Indien geht es speziell darum, dass wir Menschen dort unterstützen möchten, die in ausbeuterischer Arbeit, in Steinbrüchen arbeiten, unter keinerlei Schutzmaßnahmen. Wir möchten dort ein Projekt finanzieren, in dem so Atemschutzmasken finanziert werden. Bei der letzten Spendenaktion vor einem Jahr kam insgesamt eine 500.000 Euro zusammen. Die diesjährige Aktion läuft noch bis zum Dreikönigstag 2018. Willkommen zurück hier im Journal. Das Schicksal eines kleinen Jungen bewegt ein ganzes Dorf. Ben Kuchelmeister aus Blochingen bei Mingen ist mehrfach behindert, wird über eine Magensonde ernährt und muss rund um die Uhr betreut werden. Für einen kleinen Menschen Großes schaffen, lautet die Spendenaktion der Schwäbischen Zeitung. Mit großem Erfolg. Unzählige Spenden und viele helfende Hände haben es möglich gemacht. Seit einigen Monaten hat der 6-jährige Ben Kuchelmeister im Haus seiner Eltern in Mingen-Blochingen im Kreis Sigmaringen sein eigenes Reich. Es ist barrierefrei und behindertengerecht. Sein Bett wurde aus dem Wohnzimmer in den neuen Anbau gebracht. Hier ist auch Platz für alle medizinischen Geräte, die Ben braucht. Wir haben jetzt da den Anbau realisieren können und haben jetzt auf dieser Seite das Bad, das neue Bad, schaffen können mit einer Badewanne, die auch beweglich ist, damit wir von zwei Seiten arbeiten können, wenn es nötig ist. Man kann die Wanne auch rausschieben und kann dann eine Dusche daraus bauen, weil die Wanne nur mit Schläuche an die Wasserversorgung oder an die Abwasserversorgung angeschlossen ist. 2 Jahre lang war die Familie mit den Planungen und der Umsetzung des Anbaus beschäftigt. 2 Jahre lang haben Freunde und vollkommene Fremde Spenden für das Projekt gesammelt. Wir sind seit Mitte Mai, seit Muttertag, ist der Ben jetzt in seinem Zimmer und wir haben Ende Oktober ein Fest gemacht für die, die uns da so unterstützt haben, die da tatkräftig mitgeholfen haben. Ja, wir konnten nicht alle einladen, sondern nur die auch tatsächlich hier angelegt haben. Die ganzen Spender, es wären echt zu viel und wir wissen auch gar nicht, wer uns alles bespendet hat mit Material, mit Geld, egal wie. Das waren zu viele, aber die Helfer, die waren dann da. Es war ein sehr schönes Fest. In den 2 Jahren ist Ben ordentlich gewachsen. Zum Baden muss er jetzt aber nicht mehr die Treppe hinaufgetragen werden. Der Gesundheitszustand ist stabil. Er besucht mittlerweile die Lassbergschule in Sigmaringen. Figuren aus Holz schnitzen viele, aber aus Eis? Das ist schon eher ungewöhnlich. Christian Staber macht genau das. Wir haben dem Künstler bei einer Performance in Friedrichshafen über die Schulter geschaut. Einen Eisblock, eine Motorsäge und einen Meißel. Mehr braucht Christian Staber nicht, um innerhalb weniger Minuten ein Kunstwerk aus Eis entstehen zu lassen. Dass seine Kunst vergänglich ist, das stört ihn dabei kein bisschen. Das Schöne ist, das Loslassen können, was erschaffen. Jeder hat schon mal einen Schneemo gebaut, da weiß man auch, irgendwann schmutzt er wieder. Und so ist da auch. Einfach was Schönes schaffen, wo sich die Leute freuen. Und dann läuft es wieder zurück und keiner hat einen Trick. Für seinen Auftritt in Friedrichshafen hat er 320 Kilogramm schwere Eisblöcke in einem Kühlanhänger mitgebracht. 4 bis 5 Tage dauert es, bis ein Eisblock eingefroren ist. Die Skulptur ist dann umso schneller fertig. Ein Weihnachtsstern samt Kerze in der Mitte. Bei den Besuchern kommt das gut an. Was mir gefällt, mit welcher Sicherheit er seine Schnitte setzt. Also es ist einfach ein tolles Kunstwerk, was er da zusammensäbelt. Wir haben jetzt gerade überlegt, ob es echtes Eis oder ob es irgendwie ein Trockeneis oder sowas ist. Aber ich glaube, er macht es aus richtigem Eis. Ich mache wieder was anderes, oder? Manchmal hat es Holz nur, ja, und hier wird mal Eis gemacht. Am Ende bekommt der Stern mit dem Bunsenbrenner den letzten Schliff. Die Bearbeitung mit Feuer verleiht den Extraglanz, bevor das Kunstwerk dann in wenigen Stunden wieder zu Wasser wird. Egal in welche Richtung im Schussental Sie heute geblickt haben, überall dasselbe Bild. Dichter Nebel hängt über der winterlichen Natur. Was bringt das Wetter über die Feiertage? Das wissen unsere Wetterexperten.
Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Das ist eine typische Westwetterlage, die wir in den nächsten Tagen haben. Tiefdruckgebiete über Skandinavien, ein großes Hochdruckgebiet über Westeuropa und die Bahn ist frei für die milde Luft vom Atlantik. Und dieses Hochdruckgebiet sorgt dafür, dass es jetzt erstmal ruhig ist, zumindest mal bis zum ersten Weihnachtsfeiertag. Gehen wir mal auf das Wetter vom Samstag. Da ist es erstmal trüb in Baden-Württemberg im Laufe des Tages, vor allen Dingen in der Südhälfte. Ein paar sonnige Lücken, aber es wird nicht für alle Sonnenschein geben. Die Temperaturen, die liegen bei 6 bis maximal 10 Grad, also für die Jahreszeit doch relativ hoch. Detaillierter Blick auf die Region Bodensee, Oberschwaben, Allgäu. Am Vormittag meistens noch trüb. Erste sonnige Lücken im Bergland, speziell in Alpennähe. Und dann kommt im Laufe des Nachmittags immer öfter auch im Flachland zum Teil die Sonne durch. Es gibt nur örtlich sehr, sehr zähe Grauschleier. Die Temperaturen relativ einheitlich um die 7, 8 Grad. Blick auf die weiteren paar Tage. Heiligabend, erster Weihnachtsfeiertag, da ändert sich nicht viel. Nebel, Hochnebel, etwas Sonnenschein zwischendurch. Am zweiten Weihnachtsfeiertag überquert uns eine Kaltfront. Schneefallgrenze sinkt auf 600 Meter und dann wird es feuchtkalt. Liebe Zuschauer, das war unser letztes Journal vor dem Weihnachtsfest und mein letztes Journal für dieses Jahr. Nächste Woche begrüßt Sie an dieser Stelle mein lieber Kollege Stefan Kühlein. Ich wünsche Ihnen schöne und besinnliche Festtage. Genießen Sie die Zeit mit Ihrer Familie und kommen Sie gut ins neue Jahr. Tschüss und auf Wiedersehen in 2018.